Und damit willkommen zurück bei The Last Guardian, liebe Leute. Ja, ich spiele es endlich mal wieder weiter. Es hat ja durch Resident Evil 7 ein bisschen pausiert, aber ich bin der Meinung, es ist ein absolut fantastisches Spiel und das werden wir jetzt weiterspielen. Resident Evil 7 ist ja jetzt abgeschlossen und das heißt volle Konzentration auf The Last Guardian. Gut, das Rätsel besteht darin, Schweiko wieder mal hier durchzukriegen, durch diese Tür. Er kommt natürlich da nicht weiter. Und wir müssen einen Weg finden, die das Tor aufzukriegen, um Schweiko da durchzukriegen. Dass Schweiko da durchlaufen kann. So. Gut, wir gehen die Leiter nach oben. Ich bastel aber manchmal ganz schön rum, wenn er da die Leiter einfach nur klettern soll. So. Okay. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe mal, jetzt geht das Tor einfach auf. Ja. Scheint der Fall zu sein. Gut, Schweiko ist durchgekommen. Heißt eigentlich, der kann sich ja da durch die Ritze quetschen, oder? Der Kleine? Ja, das geht. Gut. Okay, jetzt wieder grüner Duft oder sowas. Adakene o inekaki boy onizi atrikono anakam inobastu awizi atakyan ye hedu trikono onomasti ye harozi. Okay. Also es ist irgendwo versteckt und kommt durch den betörenden Duft natürlich. Ignoriert er unsere Befehle? Hier könnte ich springen. Ja, das geht auch. Kann er da hoch? Oder würde er dann wieder abrutschen? Ne, es geht. Gut. So, mal schauen, mal schauen. Okay. Hängen. So. Lassen. Oh. Ups. Sind wir auf Zweikos Rücken gewandelt? Atakuji, Awizi, Yedu Natiku, Ino Jo Niatu, On Torikono. Atamaraf Yeti Sotu, Onum Agara. Okay, da ist der Kessel, wo das Aroma rauskommt. Können wir bestimmt irgendwie schließen oder so. Oder wegschieben. Anscheinend müssen wir es wegschieben, weil Deckel hat das ganze Ding nicht. Hier schauen wir erstmal um, wohin wir das schieben können. Also es würde dann hier lang gehen und dann würde das hier stoppen. Durch diese Gesteine hier. Na, ich probier's mal. Okay, das hat sich erledigt. Kann ich das aufheben? Nee, kann ich nicht. Schau, was es hier noch so gibt. Also hier ist nichts außer Abgrund, so wie ich das jetzt hier sehe. Oh. Kann man die bewegen? Nee, kann man nicht. Also mit diesem grünen Duft in der Luft hier, da sieht es alles sehr merkwürdig aus. Dass ich hier rumhampel. Ich kann wenig erkennen. Schweiko ignoriert uns, oder? Ich... Ah, er schiebt das Ganze, okay. Er kann das Ding schieben.
Aber er schiebt's nur ganz wenig. Vielleicht muss ich... Vielleicht muss ich einfach schon... ...die Befehl geben, da weiterzulaufen. Ah, man könnte natürlich auch hier hoch, das ist klar. So. Okay. Okay, da ist ein Schalter. Und auf der anderen Seite, was ist auf der anderen Seite? Nichts. Okay, dann müssen wir da mal den Schalter betätigen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt hat sich die Weiche verstellt. Okay. Müsste das irgendwie... Kann man das den Kessel jetzt in eine andere Richtung schieben oder so? Ich weiß es nicht. Ich geh nochmal rauf. Rollt aber immer wieder zurück. Ach so, ich selber kann es natürlich auch schieben, Stödel. Gestürzt. Der Kessel hängt da noch. Draco ist oben. Aber der Duft müsste jetzt abgezogen sein, weil ja die beiden Kessel jetzt natürlich kaputt sind. Mal schauen, was es hier so gibt. So. Kiste werden wir irgendwie... Ah, okay. Sorry, girl. Muss hier oben irgendwo sein. Yeah, deal. Kommt da nicht durch. Ah. Vielleicht kracht der auch noch runter. Idiot! Okay, da macht er nichts. Hm. Kann ich das weiter schieben? Ja, das kann ich. Noch richtig rausfinden, wohin eigentlich. Geht ja! Geht ja! Nein, der soll... Der macht immer, dass er da hochfährt, dabei soll es einfach nur schieben. Nicht doch. Kollege Klaus. So.
sieht der mich denn? Müsst du mich doch sehen eigentlich. Kann ich hier irgendwie tauchen? Was ist hier unten so geil? Atakyam, Inosuke dasta sadu, Yewoji ekui, Oniro tihizi. Ohne Hilfe würde ich diesen Ort nicht verlassen können. Unter diesem Gitter hier schwimmen? Ich sollte nicht allzu lange unter Wasser bleiben. Wenn mir das Spiel sagen, durch deine krampfhaften Bewegungen und durch das Vibrieren mit dem Controller. Ja, die Tick! Ja, die Tick! Ich muss den irgendwie auch runterbringen, aber wie? Warte mal, wenn ich. Vielleicht muss ich aus seiner Sicht weiter raus. Ja, das hört sich schon mal besser an. Ah, ich verstehe. Yedio! Yedio! Ich muss alles einstürzen, dass der hier runterkracht. Würde bedeuten, dass ich immer zu den Pfeilern muss, oder? Trigger. Ah! Jetzt habe ich verstanden. Okay, ich muss auf seinen Schwanz. Ach man, Kollege, komm. Setatu, Arakuku Uizi, Iramakas Tin Turikono, Auizi. Also das ist mit der Steuerung, das haben sie, ich sag's jede Folge, aber es ist nun mal so, es ist echt eine Last manchmal. Oh, komm. Sollte jetzt reichen, hoffentlich. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt. Okay. Wow. Bist du ruckartig, Kollege? So. Ich soll. Jetzt sind wir wieder hier. Das
links der Abgrund gewesen. Nehmen wir an, dass wir da auch hin müssen. Hast du irgendwas gesehen? Trigger! Okay, er hält. Ich glaube, er hat wohl Schwung oder sowas. Ja, gut. Und hoch mit dir. Hopp. Gut. Tap. Gut. Okay, wir sind wieder hier mit Soldaten am Start. Aber das kriegt der Trico alleine hin. Wir müssen ihn irgendwie mal streicheln. Gut. Jetzt haben wir ihn ein bisschen beruhigt. So, jetzt natürlich die Frage. Hier durch. Sieht ganz gut aus da drinne. Aber was gibt's denn hier noch so? Also hier wären wir auf alle Fälle wieder in Freiheit. Zumindest einigermaßen. Wow. Schon beeindruckend, ey. Adunete Sese Biukuzi, Iwete Kasi, Tunek. Achso, er hat wieder Hunger, okay. Ona Kyatu, Awezi. Das heißt, wir müssen hier durch. Können wir das da durchwerfen irgendwie? Wie war nochmal werfen? Legen. Okay, so war werfen, okay. Hier hinkriegen irgendwie. Was sind hier noch? Ah, ich könnte natürlich. Ja, das könnte natürlich auch gehen. So als Ablage benutzen. Ach Mensch, die Steuerung. Weiter, hopp, 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 hopp. Wieso schiebt der es nicht einfach geradeaus? Ich verstehe es manchmal nicht. So. Fass hier herholen. So, das sollte reichen. Muss
ich irgendwie das Fass da raufschmeißen. Oder kann ich das einfach da ablegen? Platzieren. Ah, so, okay. Jetzt hier hochklettern. Greifen. Och komm, Kollege! Mann! Es macht manchmal das echt zu einer Prozedur hier. So, vorsichtig, jetzt da durchschmeißen. Hopp. So, lass er dein Essen. Wird's jetzt was oder wie? Ist das hier noch der Viren oder was? Entschuldigung. Ah. So, jetzt aufstehen und weiter geht's. Gut. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht hier. Also, der bewegt sich irgendwie keinen Meter. Hier waren die Soldaten, hier sind wir doch hergekommen. Jetzt müssen wir doch eigentlich hier lang, oder? Mal hier rufen. Geht das auf? Nee. Jetzt, was ist denn mit dem? Also diese Folge, da reagiert er überhaupt nicht. Kann ich hier draußen irgendwas machen? Nee. Ah. Er hat sich bewegt. Er kann es auch nicht aufmachen, aber ich glaube, ich weiß, wo es jetzt weitergeht. Ich habe es gerade im Augenwinkel gesehen. Es war da oben. Na los, du komm, du kletter doch einmal vernünftig an dem Vieh hoch. Möchte ich gerne hin. Vielleicht siehst du das? So. Okay. So, von der anderen Seite die Tür aufmachen, aber das ist ja viel zu klein für Trico. Erstmal wieder reinfuchsen in das Spiel. Ist ja schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Die Folge 8 ist schon eine Weile her. Da war Resident Evil 7 noch ganz am Anfang, wo ich die 8. Folge rausgehauen habe.
Also ich könnte jetzt rein theoretisch da... Nee, kann ich nicht. Gut, also ich muss hier lang. Mal schauen. Für Schweiko gibt's... Ist ja süß, da liegt so ein Köpfchen da hinten. Für Schweiko gibt's hier sonst keinen Weg. Also ich muss hier irgendwie mich erstmal alleine hier irgendwie zurechtfinden. Ich hoffe, wir sehen... Oh, nee. Soldaten ohne Kopf. Ich hoffe, wir sehen noch Schweikos Begleiter irgendwann mal wieder. Ich laufe jetzt erstmal dahinter. Mal schauen, was es da so gibt. So. Mal schauen. Nee, da werden wir bestimmt mit Schweiko rüberspringen können. Obwohl, nee, das ist ganz schön weit. Tief runter geht's auch. Mal gespannt, wie die Geschichte so sich so entwickelt. Bis hierhin ist es ja schon relativ. Nein! War ich im Gespräch vertieft. Und zack, bumm. So, jetzt sind wir ja hier, wo wir hin wollten. Ich wollte sagen, die Geschichte ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das so endet mit Schweiko. Oh, jetzt muss ich mich irgendwie beeilen. Oh! Gut. Der kommt da nicht rüber, glaube ich. Ne, er kann aber schießen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, ja, ich hab ihn. Oh. Intrikuno, I get the two note. But this is amazing. Lauf, 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 lauf. Ich stürze alles ein. Das ist zu spät, glaube ich. Jawohl. Zack. Nicht schlecht erschwächt. Brav gemacht. Aua. Nächste Streicheinheit von mir. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Wieder so crazy. Jetzt könnte ich ja erstmal abspringen und mal gucken, wie es hier, was hier so gibt. Oh, das sieht aber sehr nach einer Arena aus hier. Wenn das nicht mal eine gewesen ist früher. Anstürmen. Okay, oh, da sind ja die Schildertypen. Gut. Jawohl. Der Spiegel ist kaputt. So, den kannst du bitte auch nochmal umbringen hier. Jawohl.
gut, das soll es gewesen sein, denke ich mal. Ja, das war's erstmal mit dem Kampf und leider auch mit dieser Folge erstmal. Ich muss sagen, also dafür, dass ich mich nach langer Zeit wieder reinfuchsen musste, habe ich mich ganz gut geschlagen. Wir haben es mit diesem Duft erneut aufgenommen und haben diesen Duft so präpariert, dass Trico endlich weitergehen konnte. Des Weiteren haben wir zahlreiche Kämpfe erlebt und wie es weitergeht in der Geschichte von Trico und uns, das sehen wir in dem nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play The Last Guardian bei Caligula Zockt. Tschüss und bis dann.